Ja, wie gesagt, mein Vater hat dann darauf Wert gelegt, wenn er zu seiner Verwandtschaft geht, nach Sizilien, zu sagen, da schaut's her, das ist meine Familie, das gehört mir, das ist mein Pferd, das ist mein Esel, das ist alles, gehört mir. Wir haben 4, 5 oder 6 Wochen Urlaub gemacht, am Stück. Mein Vater hat keine, wirklich, mein Vater hat wirklich sehr viel Geld ausgegeben im Urlaub. Also es gab bei uns keine Haushaltskasse, wo man sagt, mein Vater war nicht der Typ, der hat, wenn er 5.000 Euro D-Mark gehabt hat damals, da sind die 5.000 D-Mark draufgegangen, wie beim Pokerspiel. Ja, ihr müsst überlegen, 7 Kinder, 2 Erwachsene, Hund und Katz und bla bla bla. Ja. Und das noch jeden Tag esse und trinke, ich bitte euch. Ich glaube, wir waren in den 70er Jahren eines der teuersten Familien in Deutschland, die wir in den Urlaub gingen. Jetzt esse ich ein paar Wienerle. Mein Vater hat Minimum 10.000 D-Mark ausgegeben. Minimum, das muss es sein. Ich bin im Zug gefahren oder mit dem Flugzeug geflogen. Nein, wir sind gefahren bis nach Messina und da ging es halt nicht anders. Mit der Fähre. Mit der Fähre von Reggio Calabria bis nach Messina. Das war damals so und es ist heute immer noch so, weil die italienische Regierung schon zum 10. Mal das Geld für den Brückenbau zwischen Kalabrien, also zwischen den Stiefel und zwischen der Insel, irgendwie abhanden gekommen ist. Das sind die Italiener halt nochmal, ne? Wir nichts wissen, na, oh, grande Katastrophe. Die Flaschen sind noch da? Jawohl. Hier ist der Lagerfeuer. Was ich euch noch empfehlen kann, hier das Wasser, das hat Heilungskräfte. Für diejenigen, die Plattfüße haben oder Spreizfüße oder hohl im Kopf sind und sowas ähnlich, kommt hierher, berührt dieses heilige Wasser und es geht euch viel besser. Also Bürgermeister und Bundeskanzler und kommt hierher. Ich weiß, es gibt Menschen, die trinken jetzt um diese Uhrzeit ein Maß Bier oder zwei Maß Bier. Wie es in Bayern eigentlich übrig ist, ist Weißbier, gell? Kühl, irgendwo im Hofbrau, Wirtschaft und so. Und dazu noch eine Weißwurstperle oder zwei Perle mit. Wie geht es? Ich müsste kotzen, allein der Gedanke. Aber wenn diese Urbayer mit ihrer Schnurrbärte so und dann den Weißbier runtergurgeln, nebenbei noch rülpsen und dann noch putzen und nebendran noch die Weiber dabei sind. Aber was für Weiber, gell? Mit solchen Tutten wie Kühe, wie Milchkühe. Ne? Und mit dem bayerischen Dirndl. Und die Weiber trinken genauso viel wie die Männer. Und dann noch der Schnurrbart dann voll mit dem Schaum vom Weißbier und so.
Ich weiß auch nicht, wie das geht, aber das ist doch keine Kultur, sowas. Ich könnte in einem Tisch mich zwar anpassen, bei so Bio-Waren oder was weiß ich, oder Anpassungsfähigkeit ist eine Sache und diskutiere es wieder eine andere Sache. Aber das auszuhalten, ist wiederum eine andere Angelegenheit. Weil das zum Beispiel die Deutschen seit Ewigkeiten machen. Nach der Arbeit gehen sie zum Stammtisch und dann erzählen sie sich gegenseitig den Scheißdreck von gestern oder von vorgestern. Und die Besten, die noch mehr, sind immer diejenigen, die noch dazu noch lügen und hinterher sich gegenseitig verarschen. Aber das brauchen die Leute am Stammtisch. Ne? Die Bedienung, zum Beispiel gestern beim Peters gab es das Sommerfest. Ich habe es per Zufall rausgefunden. Bin ich hingegangen, habe 5 Gläser Bier getrunken, a 1 Euro, kühles Bier, ja. Und dann habe ich ein Steak, ein Schweinerückensteak gegessen und 2 Bratwürste. Mehr war nicht da. Aber ich habe auch keinen riesengroßen Hunger gehabt. Fürs Essen hat man nichts gezahlt, nur fürs Trinken. Da habe ich auch so eine Bedienung angebracht, die hat eine Dirndl gehabt, gell? Und die war halt, die war minimal 1,80 Meter groß und solche Dinge hat sie gehabt. Und ich habe ihr in die Augen reingeschaut und durch den Blickkontakt der Augen zwischen mir und ihr habe ich auf jeden Fall gewusst, dass ich, wenn ich länger darauf bestanden hätte, ja, dann hätte ich wahrscheinlich einen schönen Abend gehabt. Weil ich aber zu faul war, zu warten, bis sie Feierabend hätte, weil die hätte wahrscheinlich Mitternacht Feierabend gehabt, bin ich auch nach Hause gegangen. Ich habe meinen Steak gegessen, meine Wurst und habe mich noch mit den Ex-Kollegen unterhalten. Es ging wie immer um nichts. Und ich war um 10 Uhr oder um halb 11 war ich zu Hause. Länger kann ich es da beim Peters nicht aushalten. Letztes Jahr beim Peters habe ich 10 Steaks gegessen und 10 Maß Bier, das sind 10 Liter Bier. Da hat es das Bier noch 50 Cent gekostet und da war einiges mehr los auf jeden Fall. Gestern, da war schon glaube ich um 9 Uhr nichts mehr zum Essen da. Katastrophe. Naja, das mit der Umführung, das wird ja auch nicht mehr, es wird immer weniger, ne? Die Lehrer, die Dozenten, die sind immer die gleichen und die Schüler, die Umschüler immer weniger.